Liebe Besucher, liebe Gäste, liebe Geschwister, wir haben das Thema, kann man Gott beweisen? Und bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich sagen, dass es aufgezeichnet wird. Deshalb überlegt euch Fragen während des Vortrags. Und dann am Schluss, nach dem Vortrag, wird die Möglichkeit auch sein, Fragen zu stellen und mit Gottes Hilfe auch zu beantworten. Ja, nun wollen wir gleich beginnen. Unser Thema lautet: Kann man Gott beweisen? Und ich antworte gleich, ja, man kann Gott beweisen. Natürlich rettet uns der Glaube an Gott. Glaube heißt Vertrauen. Aber Glaube ist kein Blindflug, der christliche Glaube. Der christliche Glaube beruht auf Tatsachen, auf Fakten, die in der Geschichte geschehen sind und vor unseren Augen sich erfüllen. Tausende von Bibelversen mit erfüllten Prophezeiungen sind schon mal, um das vorweg zu sagen, der grundlegendste Gottesbeweis. Darauf werde ich im zweiten Teil zurückkommen. Aber es gibt noch viele weitere Gottesbeweise. Und da möchte ich nennen, in der Philosophie, da gibt es, das möchte ich aber hier, weil auch viele Kinder da sind, nicht erklären, das wäre dann doch zu schwierig, den ontologischen Beweis, den moralischen Beweis, den kosmologischen Beweis, den kinetischen Beweis, auch den mathematischen Beweis. Alles das sind aus der Philosophiegeschichte, nicht nur aus christlichem Bereich, Gottesbeweise, schon bei den alten Griechen, die diskutiert werden. Aber alle diese Beweise gehen von der menschlichen Vernunft aus und von der Beschaffenheit der Welt, während Gottes Offenbarung noch darüber hinausragt. Gott selber offenbart sich ja in vielfältiger Weise. Und so möchte ich heute drei Schwerpunkte setzen. Das erste, der Beweis aus der Schöpfung. Das zweite, der Beweis aus der erfüllten biblischen Prophetie, also der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. Und dann auch der Beweis aus dem menschlichen Gewissen. Zunächst betrachten wir den Gottesbeweis aus der Schöpfung. Davon spricht die Bibel selber etwa im Römerbrief, Kapitel 1, ab Vers 18. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes: Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat, allen Menschen, auch den Heiden. Und dann schreibt weiter: Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen, also in der Schöpfung, der ungläubige Mensch sagt auch in der Natur, zu sehen und zu erkennen, sodass sie, die Ungläubigen, keine Entschuldigung haben. Also wer auch jetzt durch den Wald läuft, alles sieht, wie es hier sich bewegt und lebt und wächst und dann sagt, es gibt keinen Gott, der hat keine Entschuldigung für seinen Unglauben. Keine Entschuldigung. Und dann heißt es noch weiter: Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen, also dem Leeren, dem Unnützen verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, so bei den heidnischen Religionen überall zu sehen, mit ihren vielen Götzen, Dämonen, Idolen, die sie sich machen. Weiter heißt es im Wort Gottes: Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Bild eines vergänglichen Menschen. Also Götzenbilder mit Menschengesichtern kann man in vielen Religionen sehen. Oder auch in ein Bild der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Wenn ihr zum Beispiel in Indien schon mal wart, in diese hinduistischen Tempel, wie viele Götzen mit Tiergesichtern, auch schreckliche, monsterhafte Dinge, die da verehrt werden als Götter. Nun, an all den Religionen gibt es allerdings auch eine Gottesahnung, aber keine wirkliche Gotteserkenntnis. Sie ahnen Gott, aber sie erkennen nicht den wirklichen einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist wie wenn eine dunkle Scheibe sich davor geschoben hat, durch den Götzendienst, durch den Unglauben, durch die Sünde. Nun, liebe Besucher und liebe Geschwister, Gott selber ist unsichtbar. Steht auch in der Bibel, ja. Wir können ihn selber nicht sehen, aber wir können seine Spuren überall in der Schöpfung erkennen. Obwohl auch die Schöpfung mit dem Sündenfall gefallen ist, aber immer noch sind die Spuren zu sehen. Und zwar in uns als Menschen, in jeder kleinen Zelle, in den Pflanzen, in den Tieren, in der Sternenwelt.
Nun behaupten viele Zeitgenossen, nicht Gott hat alle Dinge geschaffen, sondern sie haben sich in Jahrmillionen selber entwickelt, aus dem Urknall, aus der kleinsten Zelle hat sich alles selber entwickelt. Die Lehre der Evolution, also zu Deutsch der Entwicklung. Und in Gesprächen mit Menschen, die an die Evolution glauben, höre ich auf meine direkten Fragen oft die unlogischsten Erklärungen. Der Mensch, der nicht an Gott glauben will oder noch nicht an Gott glauben kann, setzt einfach die Evolution, die Selbstentwicklung der Materie bis hin zur geistigen, einfach das an die Stelle Gottes. Das ist sein Gott, die Evolution. Also auch der Ungläubige glaubt an etwas. Er glaubt an den Zufall zum Beispiel, an Mutation und Selektion. Es gibt Mutationen im kleineren Bereich der Mikroevolution innerhalb einer Art. Zum Beispiel, wenn man Pferderassen kreuzt, ja, und so, da gibt es dann gewisse neue Unterarten. Aber von einer Art zur anderen gibt es keine Entwicklung. Die Zwischenglieder fehlen. Ich möchte das jetzt hier nur andeuten. Und wenn vom Urknall die Rede ist, in der Bibel steht ja, dass Gott alles geschaffen hat durch sein Wort, und zwar in 6 Tagen. Wenn vom Urknall die Rede ist, das erinnert ja an eine Explosion. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich eine Bombe entzünden würde, was ich nicht tun werde, ja, aber entsteht dann Ordnung oder entsteht dann Chaos, Unordnung? Chaos. Und wenn man vom Urknall ausgeht, kann niemals Ordnung entgehen, wenn nicht eine planende Intelligenz vorhanden ist. Ein Planer, der einen intelligenten Entwurf gemacht hat. Stellt euch vor, ihr habt eine Kiste und da sind 1000 Drähte drin. 1000 Drähte, einfach so Metalldrähte. Wie lange muss ich diese Kiste schütteln? Ich frage mal die Kinder, bis sich daraus ein Radiogerät entwickelt. Was meint ihr? Wie viele Stunden oder Jahre vielleicht? Vielleicht Jahrtausende? Wann ist aus diesen Drähten, wenn ich es immer lang genug schüttle, ein Radiogerät entstanden? Entsteht nie daraus. Wenn nicht eine Intelligenz, ein Verstand hinzukommt, eine Weisheit, eine Planung, die daraus etwas baut. Und genau das ist schon mal der erste Gottesbeweis. Es entsteht nichts durch Zufall, sondern nur durch Planung, durch eine Intelligenz, die hinter allem steht. Ist das einleuchtend, auch für die Kinder? Ja? Ihr könnt noch so lange schütteln, es entstehen aus 1000 Drähten nie ein Radiogerät, wenn nicht ein Ingenieur sich daran setzt und das zusammenbaut. Und dieser Ingenieur ist ein Abbild für Gottes Weisheit. Ja, wir sind ja nach dem Bild Gottes geschaffen, nach dem Abbild. Wir sind nicht Gott, aber nach dem Ebenbild geschaffen. Und Gott selber ist viel, viel größer und hat alles gemacht, was uns umgibt, einschließlich uns selber. Es braucht also einen intelligenten Planer. Es gibt in der Physik, im naturwissenschaftlichen Bereich, den sogenannten zweiten thermodynamischen Grundsatz, der lautet sinngemäß so, dort wo Energie verloren geht, nimmt das Chaos, also die Unordnung, zu. Es muss also ständig Energie hinzugeführt werden, damit Ordnung besteht oder sich entwickelt. Wenn keine Energie oder auch keine Intelligenz, kein Geist am Wirken ist, dann entsteht Chaos. Deshalb kann aus einem Urknall ohne Schöpfer niemals etwas entstehen, nur Chaos. Aber wenn ein Schöpfer am Werk ist, der braucht keinen Urknall, der kann es so schaffen, wie es in der Bibel steht, am ersten Tag, zweiten Tag und so weiter, lest einmal 1. Mose 1, dann ist das alles eine wunderbare Ordnung und Harmonie. Nur durch den Sündenfall kam dann eine Störung hinein. Darauf komme ich aber noch am Schluss zurück. Also unbelebte Materie, unbelebter Stoff, kann sich nicht selber organisieren oder höher entwickeln, wenn es keinen Planer, keinen Ingenieur, keinen göttlichen Ingenieur sozusagen hat im Hintergrund. Jetzt möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ein sehr reicher Mann ließ eines Tages einen seiner fähigsten Architekten zu sich kommen und gab ihm einen Auftrag. Er sagte zu seinem Architekten, ich möchte einen Turm bauen lassen mit einem Durchmesser von 4 Metern. In diesem Turm müssen Treppen und Gänge eingebaut werden, außerdem Wasserleitungen und Materialaufzüge. Die Wände dürfen nur 1,5 Meter dick sein in diesem 4 Meter breiten Turm. Und die Höhe des Turms soll 1500 Meter betragen, 1,5 Kilometer. Das Besondere aber soll sein, dass der Turm nach allen Seiten biegsam ist. Biegsam, nach allen Seiten soll dieser Turm sein. 1,5 Kilometer hoch. Und an seiner Spitze soll er eine komplette chemische Fabrik aufnehmen.
eine ganz große Fabrik soll an der Spitze des Turmes sein. Ja, also gesehen, ganz schmaler Turm, 1,5 Kilometer hoch und dann noch biegsam und oben eine chemische Fabrik. Noch bevor der reiche Mann, der den Auftrag vergeben wollte, ausgesprochen hatte, ergriff der Architekt die Flucht. Kein Mensch kann einen solchen Turm bauen. Aber Gott hat so etwas gebaut, nicht nur einmal. Ich habe es hier mitgebracht. Was ist das? Ein Roggenhalm. Wir haben lange gerätselt, ob es jetzt auch Roggen ist. Ich habe extra noch mal im Lexikon nachgeguckt. Jedenfalls Getreide, ja, wächst in unserem Garten zurzeit. Weil wir Hühnerfutter noch so ein bisschen verstreut hatten, kommen jetzt also verschiedene Getreidesorten hervor. Und das ist ein Roggenhalm, denke ich, ja. Der hat also noch solche Spitzen oben. Und guck mal, jetzt im Vergleich, ja. Der Roggenhalm, ich habe mir es hier aufgeschrieben, wenn er ausgewachsen ist, kann 1,5 Meter hoch werden. Ja, also das ist jetzt noch ein Junger, ist ja noch Frühling. Die wachsen ganz hoch. Und damit ist er etwa 400 Mal höher als sein Durchmesser. Die Wand des Halms ist 0,5 Millimeter stark. Und im Innern des Halms befinden sich biologische Treppen und Gänge, also Aufzüge für Nährstoffe und Leitungen für Wasser. Das ist alles innen drin in diesem Halm. Und oben auf dem Halm ist ja die Ähre. Und was ist das? Wer erinnert sich? Das ist die chemische Fabrik, die da oben ist, wo dann die Körner wachsen, die dann wieder neues Leben hervorbringen. Das hat Gott gemacht. Und wie biegsam, ja? Im Wind, der darf ja nicht einfach umfallen oder abbrechen. Ja, jetzt hoffe ich, dass er auch diese Belastung noch aushält. Ja. Normalerweise hält er das aus, weil ja auch viele Halme stehen. Eines der Kinder darf ihn nachher mitnehmen. Dürft ihr dann euch überlegen, wer den mitnimmt. Ich gebe ihn schon mal runter. Ja, also man sieht, Gott ist der genialste Konstrukteur. Ich könnte jetzt unendlich viele Beispiele aus der Schöpfung nehmen. Ich will mich auf ein paar beschränken. Nehmen wir eine Schneeflocke. Wissenschaftler haben eine große Anzahl von Schneeflocken fotografiert. Das ist gar nicht so einfach, weil die ja schnell schmelzen würden, ja. Aber man hat es doch geschafft und festgestellt, dass jedes Eiskristall in der Schneeflocke immer ein sechseckiges Muster besitzt. Ich komme noch auf die Zahl 6 zurück, auch bezüglich der Zeit. Ein sechseckiges Muster, wobei jede Schneeflocke keine Schneeflocke der anderen gleich ist, die man zumindest gesehen hat. Natürlich hat man nicht alle Schneeflocken der Welt gesehen, aber es ist genau wie bei den Menschen, auch sogar Zwillinge gibt es Unterschiede, auch bei unseren Zwillingen hier, ich kann sie inzwischen auch unterscheiden. Ja, das ist die Nelly und da die Ella. Ja. Okay, also jeder ist unterschiedlich, auch wenn es manchmal große Ähnlichkeiten gibt. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, im Winter, wenn auf dem Dachfenster oben oder ja, auf dem Dach solche Blumen drauf sind. Ja, wo kommen diese Eisblumen her? Könnt ihr einfach nur so Strukturen, aber das sind wunderbare Blumen. Habt ihr das schon mal gesehen? Eisblumen? Ja, wer macht das? Welchen Sinn gibt das? Gott macht sich einfach eine Freude damit, indem er diese Blumen gestaltet. Wer entwirft diese Blumen? Genauso ist auch jeder von uns ein Original. Dann gehen wir weiter zu Tierarten. Da gibt es ein bekanntes, empfehlenswertes Buch von Professor Dr. Werner Gitt und Karl-Heinz van Heiden mit dem Titel »Wenn Tiere reden könnten«. Das empfehle ich sehr zu lesen, habe es jetzt leider nicht da. Da wird zum Beispiel ein Vogel beschrieben, das möchte ich einmal hier wiedergeben, der Goldregenpfeifer. Manche kennen es vielleicht, diese Tiere legen eine ungeheure Entfernung zurück. Wer hat dem Vogel das alles beigebracht? Ich bin immer noch beim Beweis aus der Schöpfung, ja, das ist der erste Punkt. Woher weiß er alles? Der Goldregenpfeifer wird geboren in Alaska, also ganz im Norden, nördlich von USA noch. Und im Herbst fliegt er zur Überwinterung nach Hawaii, also sehr weit in den Süden. Das sind 4500 Kilometer. Und zwar, die Jungvögel fliegen einige Wochen nach den Eltern rüber. Die Eltern vorher, also nicht zusammen, die Jungvögel dann später einige Wochen. Niemand kann den Jungen zeigen, wohin genau sie fliegen müssen. Und jeder dieser Vögel frisst sich ein Übergewicht von ziemlich genau 70 Gramm an. Die dürfen das, die müssen das sogar, damit sie den Flug durchhalten. Das ist so vom Schöpfer in die Vögel, so möchte ich sagen, hineinprogrammiert. Es ist der Brennstoffvorrat, mit dem sie losfliegen. Das Ziel, wohin sie fliegen, hat Gott ebenfalls in sie hineingelegt. Woher wissen die Vögel, die in Alaska geboren sind, wo Hawaii liegt?
Gut, Magnetfeld und so weiter, natürlich hat Gott auch geschaffen. Aber man spricht vom Instinkt, aber wer hat den Instinkt geschaffen, dass das alles programmiert ist? Ja? Ich habe heute auch Ameisen beobachtet im Garten. Eine ganz genaue Arbeitskolonne, ganz exakt wird hier alles durchkonstruiert. Woher weiß die eine Ameise von der anderen? Duftstoffe und so weiter, natürlich hat Gott auch alles mitgeschaffen, aber ist alles geplant. Und jetzt zurück zum Goldregenpfeifer. Es gibt also unterwegs keine Insel, sodass sie 4500 Kilometer ohne Unterbrechung fliegen. Und das dauert 3 Tage und 4 Nächte Nonstop-Flug. Viel länger als ein Flugzeug, das durchhält. Und mit einer ziemlich genau eingehaltenen Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern. So wie wir hier durch die Stadt fahren, wenn wir normal fahren. Ja. Würden sie langsamer oder schneller fliegen, würden sie zu viel Energie verbrauchen. Aber für Unwetter haben sie immer noch eine Reserve übrig. Und sie fliegen in Keilform, sodass immer sich abwechselnd vorne die Stärksten dann wieder die Hintern ausruhen können. Das seht ihr ja auch bei Wildgänsen, die auch über Deutschland oft fliegen. Kann man überall wunderbar beobachten. Nun, wenn die Evolutionslehre recht hätte, dann wären die ersten Goldregenpfeifer nie angekommen in Hawaii. Es muss also, und das ist der Punkt, schon von Anfang an hineinprogrammiert gewesen sein in diese Vögel. Und auch diese Reserve, diese 70 Gramm, die reichen nur deshalb auf, weil sie in Keilform fliegen. Würde jeder einzeln fliegen, würde das nicht reichen. Die tun sich gegenseitig Kraft sparen dadurch. Also, sie wären also von Anfang an, wären die ausgestorben und hätten diese Entfernung nie geschafft, wenn das alles sich entwickelt hätte im Laufe von Jahrmillionen. Es muss also von Anfang an so fertig geschaffen gewesen sein, sonst hätte es nie einen Goldregenpfeifer gegeben. Und jetzt ein weiteres Beispiel, die Meeresschildkröte. Da gibt es einen sehr schönen Film, leider von nichtgläubigen Regisseuren, aber doch wird im Grunde etwas beschrieben, wo man nur sagen kann, das kann nur Gott eingeben, so etwas diesen Tieren. Tortuga, die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte. Wir haben das schon angeschaut. Es handelt sich um die unechten Karettschildkröten. Was ist das für eine Schildkröte? Sie erblickt das Licht der Welt am Strand von Florida, USA, im Süden dort. Die Muttertiere landen dort und haben Eier einen halben Meter tief in den Sand an der Küste eingegraben. Wenn die Jungen ausschlüpfen, haben sie etwa 40 Meter bis zum Wasser, bis zum Strand zurückzulegen. Und da drohen viele Gefahren, zum Beispiel Pelikane, Krebse und Vögel, verschiedene, fressen etwa die Hälfte dieser frisch geschlüpften Schildkröten auf. Aber die es dann schaffen, die gelangen ins Meer und dann versuchen sie in den Golfstrom zu gelangen. Um dorthin zu kommen, müssen sie einige Tage schwimmen. Aber sie wissen, sie müssen in den Golfstrom, diese Schildkrötenbabys. Woher wissen die das? Also die schwimmen zum Golfstrom. Der Golfstrom ist praktisch eine Meeresstraße, die sie dann treibt bis nach Europa an die schottische Küste. Von dort geht es mit dem Kanarenstrom in den Süden, über viele Jahre natürlich, nicht alles in einem Jahr. Das verteilt sich über ihr Leben. Und dann in die Gewässer der Azoren, westlich von Afrika. Dort bleiben sie einige Jahre bei Afrika und dann geschieht das Erstaunliche. Sie sind jetzt in Afrika, da ist es warm, das ist wunderbar, sie könnten dort immer bleiben. Aber plötzlich erreicht sie einen Ruf. Du musst jetzt zurück nach Florida, wo du geboren bist. Und dann machen sich diese Schildkröten auf von Afrika, von den Azoren bei Afrika nach Florida und sind inzwischen Muttertiere, die weiblichen. Und dann gehen sie wieder genau an den Strand, legen die Eier. Nach einigen Jahrzehnten nach ihrer Geburt sind sie dann in Florida, legen Eier und dann kommt wieder eine neue Generation. Alles Zufall. Es hätte nie eine Schildkröte, eine zweite Generation gegeben, wenn das in Jahrmillionen sich so entwickelt hätte. Also das sind alles Wunderwerke der Schöpfung. Dann, wenn wir einmal eine menschliche Zelle betrachten, gehen wir mal zu uns. Wisst ihr, wie viel Information in einer menschlichen Zelle gespeichert ist? Man sagt in der Biologie, so viel Information wie in 1 Million Seiten Büchern stehen. In einer Zelle. Das sind 5000 Bücher mit jeweils 200 Seiten Inhalt. So viel ist in einer menschlichen Zelle an Information gespeichert. Nicht nur in den Gehirnzellen, überhaupt an genetischer Information, die Gott hineingelegt hat. Dann ist mir selber ein Gottesbeweis vor einiger Zeit geschenkt worden. Und zwar bezüglich der Zeit. Vielleicht hat es auch jemand vor mir schon beobachtet.
Aber ich habe das durch eigenes Nachdenken erkannt, dass auch die Zeit selber ein Gottesbeweis ist. Und zwar möchte ich euch das einmal vortragen. Die Heilige Schrift berichtet uns, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen hat. In 6 Tagen. Am 7. Tag ruhte er. Betrachten wir das Wesen der Zeit mathematisch anhand der Zeitrechnung, dann erkennen wir darin das Geheimnis der Schöpfung. 7 ist die Zahl der Ewigkeit. 6 ist die Zahl der irdischen Zeit. In 6 Tagen schuf Gott Himmel und Erde. Die 7 ist die Zahl Gottes und seiner Ruhe. Die 7 setzt sich zusammen aus der 3 für Gottes dreieiniges Wesen und der 4 für die Totalität der Himmelsrichtungen. 4 Himmelsrichtungen, Ost, West, Süd, Nord, und Gottes dreieiniges Wesen gibt zusammen 7, die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Der Mensch von sich aus gelangt nie an Gottes Vollendung in der Zahl 7 hin, er bleibt immer in der Zahl 6. Und der Mensch der Sünde, der Antichrist, wird die dreifach gesteigerte 6 sein, die 666. Auch interessant, diese Zahlen, Symbolik, die Gott uns geschenkt hat. In der Ewigkeit wird die Zeit, die 6, von Gott her, von oben her aufgelöst in die Dimension der Vollendung Gottes, die 7 hinein. Deshalb kommt die 7 in der Offenbarung an Johannes auch so oft vor. Die 7 als die Zahl der Ewigkeit, die der Mensch aber aus eigener Kraft nie erreichen kann. Wir bleiben immer in der 6er Dimension. Das zeigt jetzt die Zeit, unsere Zeitrechnung. Allerdings möchte ich noch erwähnen, dass für uns jetzt der 1. Tag der Woche ist, nicht der Sabbat, weil Jesus am 1. Tag auferstanden ist. Und es ist der Anbruch der neuen Schöpfung, die schon in die 7 hineinragt. Aber jetzt die Zeit, in der wir jetzt leben, ist immer noch durch die 6 strukturiert. Das Jahr umfasst 12 Monate, das sind 6 mal 2 Monate. Die Monate umfassen als Mondenjahr gerechnet 30 Tage, das sind 6 mal 5 Tage. Der Tag besitzt 24 Stunden, das sind 6 mal 4 Stunden. Jede Stunde wieder ist aufgeteilt in 60 Minuten, das sind 6 mal 10 Minuten, immer die 6. Ja. Jede Minute wieder in 60 Sekunden, 6 mal 10 Sekunden. Eine Minute umfasst 60 Sekunden, eine Stunde 60 Minuten, ein Tag 24 Stunden, das sind 1440 Minuten oder 86.400 Sekunden ein Tag. Und alle diese Zahlen lassen sich durch 6 teilen oder sind Vielfache der 6. Man hat versucht, eine andere Zeiteinteilung einzuführen, zum Beispiel im Sowjetkommunismus, das Dezimalsystem, die 10, eine 10er-Woche. Und das hat nicht funktioniert. Der Mensch ist programmiert, 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Für uns ist das der Tag der Auferstehung, der neue Bund, der Anbruch der neuen Schöpfung. Ja, und man hat es im Französischen Revolution versucht oder im Kommunismus, aber ist gescheitert. Der Mensch konnte das nicht durchhalten, diese 10-Tage-Woche. Man hat wieder die 7-Tage-Woche eingeführt, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Ein Beweis aus der Zeit heraus. Wie gesagt, ihr seht, man könnte noch vieles bringen aus der Schöpfung. Ich habe aber noch viel weitere Themen. Ich möchte einige Zeugnisse gläubiger Naturforscher vortragen. Es gibt etliche gläubige Naturforscher auch heute, aber auch Bekannte aus der Vergangenheit. Wer hat den Namen Kopernikus schon gehört? Wir leben ja im kopernikanischen Weltsystem, wo nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt steht. Ihr wisst ja. Und Kopernikus war aber auch ein gläubiger Mann. Er hat nur die Fakten erforscht und zur Kenntnis genommen. Und auf seinem Grab stehen die Worte: Nicht die Gnade, die Paulus empfangen hat, begehre ich, noch die Huld, mit der du dem Petrus verziehen, die nur, die du dem Schächer gewährt hast, die nur erflehe ich. Dann Johannes Kepler, der große Naturforscher. Kepler-Gymnasium gibt es ja hier, das ist nach ihm benannt. Wisst ihr, wo er gelebt hat? Oder auch, ich glaube, geboren ist, gar nicht weit weg von hier. Weil der Stadt, ja, steht auch ein Kepler-Denkmal auf dem Marktplatz. Und er hat gesagt, und die haben ja wirklich die Schöpfung erforscht und haben den Schöpfer darin entdeckt. Er hat gesagt, ich danke dir, Schöpfer und Herr, dass du mir diese Freuden an deiner Schöpfung, das Entzückende über die Werke deiner Hände geschenkt hast. Ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen kundgetan, soweit mein endlicher Geist deine Unendlichkeit zu fassen vermochte. Wo ich etwas gesagt habe, was deiner unwürdig ist oder nachgetrachtet haben sollte der eigenen Ehre, das vergib mir gnädiglich. So demütig war dieser große, bekannte Naturforscher. Genauso Isaac Newton,
gibt ja in der Physik auch die Maße, Newton, ja, zum Beispiel. Er nannte Gott niemals, ohne sein Haupt zu entblößen. Das war für ihn selbstverständlich. Oder Carl von Linné, der größte Naturforscher aller Zeiten. Bei der Entdeckung der Blattstellung, wie also die Blätter stehen in den Pflanzen, rief er jauchzend aus: Ich habe die Fußstapfen Gottes gesehen. Schaut euch mal ein Blatt an unter dem Mikroskop, die genauen Fasern, ja, die Poren, alles genau geometrisch aufgebaut. Wilhelm Herschel, ein genialer Astronom, sagte: Je mehr das Feld der Wissenschaft sich erweitert, desto zahlreicher und unverwerflicher werden die Beweise für die ewige Existenz einer schöpferischen und allmächtigen Weisheit. Und noch ein Zitat von Michael Faraday, ein Physiker, ist auch bekannt, Faraday, ja. Er hielt Bibelstunden ab, war also ein gläubiger Mann. Auch weitere glaubten an Gott, zum Beispiel Justus von Liebig, der Chemiker, Leonhard Euler, der Mathematiker, Leopold von Ranke, der größte Historiker und viele andere. Ja, jetzt möchte ich noch, bevor ich auf weitere Gottesbeweise eingehe, noch abschließend sagen, ganz kurz, warum die Darwin'sche Evolutionstheorie einfach nicht stimmen kann, die heute noch immer noch an praktisch allen Schulen gelehrt wird als Pflichtunterricht. Ich möchte zusammenfassen, ich habe es auch an einigen Beispielen schon angedeutet, und zwar deshalb: Wenn die Werke Gottes nicht von Anfang an vollkommen gewesen wären, wenn sich also erst über Jahrmillionen alles entwickelt hätte, dann hätten die Werke Gottes nie funktioniert, wenn es nicht von Anfang an vollkommen gewesen wäre. Man spricht in der Wissenschaft hier vom Prinzip der nicht reduzierbaren Komplexität, für die Fachleute gesagt. Das möchte ich am Beispiel einer Mausefalle erklären. Ich habe leider keine mitgenommen, wollte ja niemand erschrecken hier. Eine Mausefalle muss 8 Teile haben. Wenn nur ein einziges Teil fehlt, dann funktioniert die ganze Falle nicht. Und so ist es auch, wenn in der Schöpfung nur ein Teil gefehlt hätte und sich alles noch über Jahrmillionen hätte entwickeln müssen, dann hätte es nie funktioniert. Und deshalb waren die Werke Gottes, wie es auch in der Bibel steht, von Anbeginn an fertig, vollendet. Anders geht's gar nicht. Und wie schon erwähnt, man muss unterscheiden von einer sogenannten Mikroevolution und einer Makroevolution. Obwohl ich den Begriff nicht mag, weil er so missverständlich ist. Mikroevolution heißt, dass es eine Entwicklung gibt innerhalb einer Art. Zum Beispiel innerhalb der Pferde kann man neue Züchtungen machen, ja, durch Kreuzungen alles, genauso bei Pflanzen. Aber ein Pferd kann niemals ein Affe werden oder ein Affe auch niemals ein Mensch. Da ist ein Artunterschied, der nicht überbrückt werden kann. Wir haben uns also nicht aus Affen entwickelt, wie uns immer wieder weiß gemacht wird. Noch ein Wort. Wir haben jetzt über den irdischen Bereich gesprochen, den Gott geschaffen hat. Wie steht es mit der Sternenwelt? Wer von euch weiß denn, wie viele Sterne es gibt? Wie viele Planeten, Sonnen und so weiter? Ja, jetzt möchte ich eine Zahl hören. Unzählige. Und der Mensch kann es auch nie schätzen. Jetzt haben sie Schätzungen gesagt. Man höre, dass es etwa 150 Milliarden Galaxien gibt, also Sternsysteme, und in jeder Galaxie wiederum etwa 150 Milliarden Sterne. Schätzungen, ja. Aber je besser die Teleskope werden, umso mehr entdeckt man, in dem Punkt sind noch weitere Sterne und dort. Wer hat das alles gemacht? Und diese Ordnung, in der sie kreisen, ja, genau im richtigen Abstand zur Sonne ist unsere Erde und so weiter und der Mond auch, das ist alles nicht durch irgendeine Explosion entstanden, sondern da hat eine Intelligenz, die unser Denken unendlich überragt, alles geschaffen. Und das ist Gott. Jetzt sind auch einige Fachleute und Wissenschaftler hier. Um deren Willen möchte ich noch etwas, vielleicht etwas noch Schwierigeres erwähnen. Es gibt auch, das möchte ich aber nur kurz machen, auch Gottesbeweise in der Philosophie, die ich, weil das Thema eben heute Gottesbeweis heißt, zumindest kurz erwähnen muss, auch wenn vielleicht jetzt die Kinder nichts mehr verstehen an dem Punkt. Aber es wird nur etwa ein paar Minuten dauern. Es gibt in der Philosophie auch den sogenannten ontologischen Gottesbeweis. Der heißt etwa so: Gott ist das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.
wenn das über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nur im Denken vorhanden wäre und nicht im tatsächlichen Sein, dann gäbe es etwas Größeres im tatsächlichen Sein als das, was denkbar ist. Das aber ist logisch unmöglich. Deshalb ist Gott als dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sowohl dem Denken als auch der Sache nach wirklich. So also ein Beweis von auch Thomas von Aquin im Mittelalter und anderen Denkern formuliert. Dann den Beweis, den wir vielleicht besser verstehen als normalsterbliche Menschen, das ist der teleologische Gottesbeweis, den habe ich im Grunde vorhin schon auch erwähnt. Und zwar, den kann man in vier Sätzen zusammenfassen. Erstens, jeder Plan setzt einen Planer voraus, so wie ein Architekt oder der was zeichnet. Zweitens, das Universum ist planvoll angelegt, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit den Sternen etwa auch. Drittens, also gibt es einen Planer des Universums und viertens, dieser Planer ist Gott. Ich denke, das ist wieder verständlicher gewesen. Dann gibt es den moralischen Gottesbeweis, denn etwa auch Immanuel Kant, der große Aufklärer, wie man ihn nennt, hat gelten lassen, das moralische Gewissen in mir und der gestirnte Himmel über mir künden mir von einem Gott, hat selbst Immanuel Kant, der bekannte Philosoph, gesagt. Und dann möchte ich nur erwähnen, gibt es noch den kosmologischen Beweis aufgrund der Beschaffenheit der Welt, den Kausalitätsbeweis, den Kontingenzbeweis, den kinetischen Beweis. Der kinetische Beweis ist der Beweis aufgrund der Bewegung. Den haben schon die alten Griechen Aristoteles definiert und er hat gesagt, das Universum, bestehend aus Materie, Raum und Zeit, befindet sich in einem ständigen Prozess der Veränderung oder Bewegung. Zweitens, Materie, Raum und Zeit können sich nicht von selbst verändern. Drittens, also braucht es einen Beweger von außerhalb, der Materie, Raum und Zeit verändert und selber der Veränderung nicht unterworfen ist. Viertens, dieser unbewegte Beweger, der alles andere bewegt, ist Gott. So also schon die alten Griechen, die waren ja auch nicht dumm, aber sie waren eben nicht an den einzigen Gott gläubig. Es gibt auch noch einen Beweis aufgrund der Übereinstimmung der Völker, dass in allen Völkern Religionen vorhanden sind, ein Ahnen des Menschen überall vorhanden ist. Und selbst der Atheist hat in seinem Namen immer noch den Namen Gott drin. Denn Atheismus heißt nichts anderes als kein Gott. Also auch da ist noch der Name Gott drin. Ja, interessant. In allen Menschen ist dieses Ahnen noch vorhanden. Auch das ist ein Hinweis auf Gott. Dann gibt es den Gottesbeweis aufgrund von Wundern, die darauf hinweisen, dass ein übernatürlicher Urheber von Wundern vorhanden sein muss und so weiter. Aber dann hat mir noch jemand jetzt geschickt, heute Morgen, einen mathematischen Gottesbeweis, aber der ist so schwierig, dass ich euch den jetzt erspare mit Formeln und so weiter. Das verstehe ich auch selber nicht alles. Aber jetzt möchte ich wieder etwas Verständlicheres bringen, was auch nach meiner Überzeugung der absolut entscheidende Gottesbeweis ist. Und nicht nur der Beweis, dass Gott existiert, das haben ja auch heidnische Philosophen postuliert, die keine Christen waren, sondern ein Beweis, dass zugleich der biblische Gott der einzige Gott ist. Das ist jetzt der entscheidende Beweis. Denn man könnte ja auch sagen, naja, allgemein Gott in allen Religionen und so weiter, ist ja das Thema morgen Abend, wenn es über Ökumene geht. Nein, ich beweise euch jetzt, dass allein der Gott der Bibel der einzige wahre Gott ist. Es hängt also ganz eng mit der Bibel zusammen, was jetzt kommt. Und man spricht hier vom prophetisch-mathematischen Gottesbeweis. Den hat besonders Professor Werner Gitt in der Neuzeit in seinen Veröffentlichungen ausführlich dargestellt. Ich möchte es jetzt zusammenfassen. Die Bibel ist als einzige religiöse Urkunde der Menschheitsgeschichte Gottes Wort. Nicht der Koran, nicht die Bhagavad Gita, nicht das Kapital von Karl Marx, nicht Mein Kampf von Adolf Hitler, nicht irgendeine andere Schrift, auch nicht die Prophezeiungen von Nostradamus und anderen, die irgendwelche Zufallstreffer in ihren Inspirationen aus okkulter Quelle bekommen haben, sondern allein die Bibel ist das Buch, wo sich Prophetie an Prophetie reiht auf fast jeder Seite. Und zwar sind alle Prophetien genauso eingetroffen, wie sie oft Jahrhunderte oder Jahrtausende vorher niedergeschrieben worden sind. Und sie erfüllen sich bis heute vor unseren Augen. Wer die Zeitung liest, kann genau sehen, was sich zurzeit alles erfüllt. Die Bibel ist das schriftgewordene Wort des lebendigen Gottes zu den Menschen aller Zeiten. Sie wurde zwar durch menschliche Autoren, Propheten, Apostel und andere Boten Gottes vermittelt, aber sie ist und bleibt ganz und gar
göttlichen Ursprungs. Sie ist von Gott eingegeben. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos im Griechischen, das heißt Gott gehaucht oder Geist gehaucht. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 lesen wir, niemals wurde eine Weissagung oder eine Prophezeiung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind die Autoren der Heiligen Schrift, denen Gott das eingegeben hat. Jesus selber hat gesagt in Johannes 17, Vers 17 zu seinem Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Es enthält nicht nur die Wahrheit, sage ich, sondern es ist die Wahrheit. Und zwar im Urtext, Wort für Wort. Wir glauben als bibeltreue Christen, auch in unserer Bibelgemeinde, an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift auf allen Gebieten. Nicht nur was Glaubens- und Lebensfragen betrifft, sondern auch was Schöpfung, Geschichte, Naturwissenschaft, Geographie, Geologie, Biologie und so weiter angeht. Wie sollte sich denn Gott irren, was die Schöpfung angeht, da er sie selber geschaffen hat? Wie sollte sich Gott irren, was die Geschichte angeht, da er sie selber lenkt? Warum sollte es Gott schwerfallen, seinen Boten Zukunftsprophetie zu schenken, da er doch allwissend ist? Und nun, ich habe ja gesagt, prophetisch-mathematischer Beweis. Warum mathematisch? Das möchte ich jetzt zitieren, und zwar anhand von Professor Werner Gitt. Er ist ja Informatiker und auch Mathematiker, langjähriger Direktor am Statistischen Bundesamt in Braunschweig gewesen. Und er hat Folgendes berechnet. Die 66 Bücher in der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln und 31176 Versen. Von diesen 31176 Versen enthalten 6408 Verse prophetische Aussagen, also Aussagen über eine Erfüllung, die in dem Moment, wo sie niedergeschrieben waren, noch nicht da war, eine zukünftige Erfüllung. Prophetie. Ist hoffentlich jedem klar, was das heißt. Es gibt auch Prophetie, wo man von Sünde überführt wird. Das gibt es auch die Bedeutung. Aber hier geht es jetzt um Zukunftsprophetie, um Dinge, die noch nicht eingetroffen waren, als Gott diese Voraussage seinen Boten eingegeben hat durch Inspiration. Und jetzt kommt das Wunderbare. Von den Zukunftsvoraussagen in diesen 6408 Versen haben sich bereits die Voraussagen erfüllt in sage und schreibe 3268 Versen. Also es sind jetzt nicht so viele Prophezeiungen, aber so viele Verse, in denen Prophezeiung steht. Nicht, dass es falsch jetzt versteht, aber es ist eine gewaltige Zahl. Es sind Tausende von Versen mit auch Tausenden von Prophezeiungen. Bei Wahrsagern oder sogenannten Propheten gibt es manche spekulativen Allgemeinaussagen. Es könnte nächstes Jahr passieren, dass da ein Komet kommt irgendwo und so allgemein. Aber in der Bibel steht es ganz konkret für die Zukunft angegeben. Es steht zwar nicht im Jahr so und so viel an dem Ort, aber es steht prophetisch, es wird das kommen für dieses Land, das wird untergehen, das wird aufstehen. Ich werde gleich noch Beispiele bringen. Das Einzigartige ist nun, dass sich alle Voraussagen genauso erfüllt haben in der Bibel, wie sie niedergeschrieben worden sind. Das heißt, es gibt in der Bibel keine einzige falsche Voraussage von diesen über 3000 Versen. Und das ist der prophetisch-mathematische Gottesbeweis. In allen anderen Büchern der Welt gibt es viele Irrtümer und Fehler, aber nicht in der Heiligen Schrift. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, dass alle Zukunftsvoraussagen genauso eintreffen, wie sie niedergeschrieben sind, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, liegt bei der genannten Zahl von Versen und einer Trefferquote von 1 zu 2, also 50-50, trifft ein, trifft nicht ein, ja, 50-50, bei einer Trefferquote von 1 zu 2, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch 984 für die Mathematiker. 1,7 mal 10 hoch 984. Werner Gitt hat auch Beispiele gemacht, da müsste man praktisch eine Ameisenstraße bauen von hier bis zur Sonne und irgendwo wäre dann vielleicht eine rote Ameise, die man finden müsste. Wenn das nicht
alles so wunderbar, wie soll ich jetzt ausdrücken? Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ja? Also solche Treffer. Oder man müsste ganz Europa übersäen mit Ameisen, 100 Meter hoch. Und wenn man irgendwo eine rote Ameise findet, dann würde das gegen diese Wahrscheinlichkeit sprechen, dass das nicht von Gott sei. Aber wir sehen, das ist eine unglaublich hohe Trefferquote. Also eine komplette Trefferquote, und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1,7 mal 10 hoch 984. Jetzt wollt ihr sicher auch einige Beispiele hören. Man kann ja natürlich viel behaupten. Genau. Gehen wir zunächst so einmal zu Jesus Christus. Sind wir einverstanden, dass das Alte Testament vor dem Neuen Testament geschrieben ist? Genau. Ja. Und wir kommen aber auch noch bis zur Gegenwart. Man kann ja auch sagen, das Neue Testament ist ja auch schon Vergangenheit. Nein. Also erstmal Jesus Christus selber. Es gibt über 300 prophetische Voraussagen auf den jüdischen Messias im Alten Testament, das etwa 500 Jahre vor Christus abgeschlossen ist. Vor dem Neuen Testament, 500 vor Christus, 400, späteste Buch. Über 300 prophetische Voraussagen auf Jesus Christus, die sich genauso in Jesus Christus erfüllt haben. Ich nenne einige Beispiele. Von einer Jungfrau geboren, steht in Jesaja 7, Vers 14, etwa 700 Jahre vor Christus. Dann der Geburtsort Bethlehem, Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1, auch etwa 600 Jahre vor Christus vorausgesagt. Da steht, du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dann der ganze Passionsweg Jesu bis hin zum Kreuz. Zum Beispiel, dass er geschlagen und angespuckt wird. In Jesaja 50, Vers 6 steht auch etwa 700 Jahre vor der Kreuzigung Folgendes. Ich bot meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Oder in Psalm 22, Vers 17, 1000 Jahre vor Christi Kreuzigung, dem König David geschenkt. Da steht, sie teilten meine Kleider unter sich auf und warfen das Los um mein Gewand. Genau das haben die Soldaten unter dem Kreuz Jesu gemacht. Oder Psalm 34, Vers 21, auch 1000 Jahre vorher. Es wird ihm kein Bein zerbrochen. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Das sind alles Voraussagen auf den kommenden Erlöser, auf den Messias. Und in Christus hat sich alles erfüllt. Und es war nicht beeinflussbar, dass die Soldaten so gehandelt haben. Ja, die haben das einfach so gemacht und die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und dann besonders beeindruckend, Sacharja 12, Vers 10, 550 vor Christus ungefähr niedergeschrieben. Da steht, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Durchbohrt. Die Lanze des Soldaten wurde an die Seite des Herrn am Kreuz gebohrt und es kam Wasser und Blut heraus. Steht alles in den Evangelien nachzulesen. Und auch, wo wurde Jesus begraben? Im Grab eines reichen Mannes in der Nähe von Golgatha. Man kann heute noch das besichtigen, diesen Felsen und das Gartengrab. Nach evangelischer Tradition ist es dort passiert. Und es steht vorausgesagt in Jesaja 53, Vers 9. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen. Die gottlosen Verbrecher, ja, zu Rechten und Linken, wobei einer sich noch bekehrt hat. Und dann das Grab des reichen Mannes Josef von Arimathea. Sogar das Jahr der Kreuzigung ist im Alten Testament beim Propheten Daniel vorausgesagt. Und zwar anhand der Jahrwochen in Daniel 9, Vers 25 bis 27. Kann ich jetzt hier nur kurz andeuten. Und zwar wird gesagt, ausgehend von dem Jahr, wo Jerusalem wieder gebaut wird, bis zur Hinrichtung des Gesalbten sind es 69 Jahrwochen. Ich fasse jetzt zusammen. Und wenn man die Monate zu 30 Tagen, das Mondenjahr, rechnet, kommt man genau auf das Jahr 32, 33 nach Christus. Und zwar beginnend von 445 vor Christus beginnen die Jahrwochen zu laufen, als das Edikt kam, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Also sogar der Zeitpunkt ist vorausgesagt gewesen im Alten Testament. Zugleich ein Beweis, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, der Erlöser, der Messias. Wie können Jahrhunderte alte Voraussagen so genau eintreffen? Bibelkritiker erklären dies mit nachträglichen Einfügungen. Aber, liebe Geschwister, bereits 250 Jahre vor Christi Geburt gab es eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, in der ebenfalls alle messianischen Prophetien enthalten waren. Weitere Beispiele. Wir haben jetzt einiges über Jesus Christus gesehen. Und jetzt gehen wir mal rein in die Geschichte,
in die Geschichte von Städten, von Ländern bis heute. Ja? Könnte ja noch einer behaupten, die Evangelisten hätten das jetzt auch noch fingiert, aber das ist nicht so, es ist wirklich so geschehen und bis heute erfüllt es sich. Zum Beispiel über die Städte Tyrus und Sidon wurden Voraussagen gemacht, bei Hesekiel 26. Zum Beispiel, dass Tyrus völlig von seinem Platz verschwinden sollte und zu nacktem Fels werden. Das hat sich erfüllt. 333 vor Christus hat Alexander der Große nur nackten Fels bei der Zerstörung hinterlassen, dieser phönizischen Stadt Tyrus. Und Sidon sollte zerstört, aber wieder aufgebaut werden. Und auch das ist geschehen. Bis heute gibt es Sidon, aber nicht das Tyrus. Über Samaria wird in Micha 1 vorausgesagt, dass es zu einem Steinhaufen wird. Und genauso ist es auch Jahrhunderte später eingetroffen. Auch der Untergang Ninives wurde vorausgesagt, Jahrhunderte zuvor in Nahum 1. Und das geschah dann durch die Meder und Babylonier. Und Babylon, auch über Babylon wurde die völlige Zerstörung vorausgesagt, bei Jesaja 13, Jesaja 14. Und auch das wurde dann durch die Perser ausgeübt. 200 Jahre später hat Kyros Babylon erobert. Und es wurde bis heute nie wieder aufgebaut, bis heute nicht. Wurde ja voraus, wird nicht wieder aufgebaut werden. Nur hat Saddam Hussein vor etwa 20, 30 Jahren eine Touristenattraktion da gemacht, aber nicht die Stadt selber aufgebaut. Es ist ja heute Iran-Irak-Gebiet. Dann hat der Herr Jesus selber vorausgesagt, wir können ja mal eine Stelle aufschlagen, in Matthäus 11, Vers 20 folgende. Matthäus 11, Vers 20 folgende. Und ich habe das mit eigenen Augen auch vor einigen Monaten gesehen, als ich wieder in Israel war, wie das heute dort aussieht. Matthäus 11, vor 2000 Jahren prophezeit. 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Aber ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die Stadt Jesu, ja, wo das meiste gelebt und gewirkt hat in seiner Wirkungszeit. Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, weil da der Sohn Gottes lange Zeit gelebt und gewirkt hat, bis an den Himmel erhoben. Du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Und wer war schon dort in Kapernaum, in Chorazin und Bethsaida? Schutthaufen, Trümmerstädte sind das, die wurden nie mehr aufgebaut. Man kann die Ruinen jetzt besichtigen und ich habe auch unseren israelischen Reiseführer gefragt, was ist da passiert? Ja, einige Jahrhunderte nach Jesus sind da Erdbeben aufgetreten. Es wurde alles zerstört, vulkanische Gegend und da kamen dann die Erdbeben, bis heute zerstört. Interessant auch über die Stadt, wie heißt noch die große Stadt Tiberias, ja? Eine Römergründung, nach Tiberius benannt, am See Genezareth, hat Jesus keinen Weheruf ausgesprochen. Da hat er auch nichts gewirkt, weil da die Römer waren, Heiden, es war unrein, ja, es war nicht jüdisch. Hat aber keinen Weheruf ausgesprochen und das steht bis heute, Tiberias. In Tiberias kann man heute noch ins Hotel gehen, die ganzen Reisegruppen übernachten dort. Genauso hat es sich erfüllt. Das eine zerstört, das andere steht noch bis heute. Und nun Jerusalem. In Matthäus 24, Vers 2 hat Jesus im Jahre 32 oder 33 nach Christus gesagt, wahrlich, ich sage dir, es wird hier nicht ein Stein auf Stein bleiben. Und wann ist es eingetroffen? 70 nach Christus. Jetzt behaupten Bibelkritiker, die Evangelien seien nach 70 nach Christus geschrieben, dann ist es rückwirkend alles so geschrieben. Aber liebe Geschwister, das lässt sich einfach widerlegen. Denn 68 oder schon früher nach Christus sind die Jünger und Jüngerinnen Jesu aus Jerusalem geflüchtet, weil sie wussten durch die Prophezeiung, Jerusalem wird zerstört werden. Sie hatten diese Prophezeiung gekannt und haben Jerusalem rechtzeitig verlassen. Die christliche Gemeinde war nicht mehr da, als die Römerheere Jerusalem platt gemacht haben, die Steine abgetragen. Also die Prophezeiung ist Realität. Das lässt sich allein historisch auch dadurch beweisen, bei Josephus und anderen Autoren nachzulesen. Nun gibt es ja auch bis in unsere Zeit Erfüllungen.
Zum Beispiel steht im Propheten Hesekiel geschrieben, am Ende der Tage wird Jerusalem wieder gebaut sein, wird das Volk der Juden wieder in sein Land kommen, so muss ich sagen. Ja? Und wann ist das geschehen? Das fing an Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Balfour-Erklärung dann 1917 und dann vollends 1948 die Staatsgründung Israels. Es gibt wieder einen jüdischen Staat, den gab es vor 200 Jahren noch nicht und vor 100 Jahren auch noch nicht. Erst 1948. Wer hätte das gedacht, dass ein Volk 2000 Jahre lang über die ganze Welt zerstreut war und dann sich wieder sammelt. Genau so ist es vorausgesagt. Und beim Propheten Hesekiel, auch etwa 500, 600 vor Christus, steht ausdrücklich, am Ende der Tage wird das geschehen. Am Ende der Tage. Und auch wieder die neue Fruchtbarkeit, die da ist. Ja, alles vorausgesagt. Hesekiel 34 zum Beispiel, könnt ihr das nachlesen. Jesaja 66, Vers 8 steht, wurde je ein Land an einem Tag geboren, ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Und das hat sich erfüllt, indem damals bei der Staatsgründung sämtliche arabisch-muslimischen Nachbarstaaten sofort gegen Israel marschiert sind. Aber sie haben alle Siege wunderbar behalten durch Gottes Eingreifen. Das muss man auch feststellen. Der irdische Staat ist noch nicht das Reich Gottes. Ja, es sind auch fehlbare Politiker, die machen genauso Fehler wie andere Staatsführer. Aber Gott schreibt Heilsgeschichte, gerade in der Endzeit auch wieder verstärkt mit Israel und mit den Nachbarstaaten, über die übrigens vorausgesagt ist in Sacharja 12, Vers 2 bis 3, dass am Ende der Tage alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Zeichnet sich das nicht bereits ab? In der UNO gibt es nur noch drei Länder, die für Israel stimmen. Israel, USA noch und Mikronesien, wo ein christlicher Präsident ist. Die anderen enthalten sich oder sind dagegen und so weiter. Auch heute schon diese Weltkoalition gegen die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, die sogenannten bösen Juden. Ja, hört mal, was Leute auch hier reden. Ist es nicht schrecklich? Und es ist doch das Bundesvolk des alten Bundes. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wir sind keine Israel-Fanatiker, aber wir sind Freunde Israels. Darum geht es. Es gibt auch hier Gemeinden und Leute, die sich Christen nennen, die nichts mit Israel anfangen können. Das finde ich so traurig, wenn man sagt, wir selber sind das neue Zion. Diese Ersatztheologie hat so viel kaputt gemacht. Und wer das vertritt, dass er selber Israel ist und nicht mehr Israel Israel ist, der wird eines Tages, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Und das sind auch biblische Voraussagen, liebe Geschwister. Ich habe ein Buch hier, ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen, die Endzeitrede Jesu Christi, da habe ich diese Dinge ausführlich dargestellt. Viele erfüllte Prophetien der Gegenwart. Ich lese euch einfach mal, weil ich aus Zeitgründen langsam zum Ende kommen muss, aus dem Inhaltsverzeichnis vor, über die Zeichen der Endzeit, was wir heute alles erleben. Und das ist Matthäus 24 vorausgesagt. Falsche Christusse, falsche Propheten, Gesetzlosigkeit, Verführung, falsche Ökumene, Teuerung, Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben, Naturkatastrophen, Abfall vom Glauben, Erkalten der Liebe und so weiter. Alles, was wir heute erleben, bis hinein in manche Gemeinden. Und auch wir selber müssen aufpassen, dass unser Herz nicht erkaltet und dass wir dem Herrn doch treu bleiben möchten. Das wollen wir erbitten vom Herrn. Ja, also wenn ich die Zeitung lese und die Bibel lese, obwohl die Zeitungsmeldungen natürlich gefiltert sind, ja, aber trotzdem kann man noch so viel erkennen, wie viel Prophetie sich heutzutage erfüllt, ganz aktuell, mit Syrien. Syrien ist ja auch ein Prototyp, wo der Antichrist-Vorläufer Antiochus Epiphanes IV., etwa 167 vor Christus, damals den Tempel geschändet hat. Und Syrien hat auch eine wichtige Rolle gegen Israel. Genauso auch Ägypten, Pharao, ja, diese ganzen Konflikte, die es damals gab. Es sind überall in diesen Ländern auch Menschen, die Gott lieb hat, die er retten möchte, die Jesus einladen möchte, damit er mich nicht falsch versteht. Aber wir wollen beten auch für Israel, dass es bewahrt wird und dass auch die, die noch nicht Jesus erkannt haben, Jesus, Jeschua als ihren Messias erkennen. Denn die meisten auch in Israel sind noch nicht an Jesus gläubig, leider. Ja, das waren einige Gottesbeweise. Aus der Schöpfung, bisschen Philosophie habe ich noch eingeflochten für die Fachleute und dann auch noch der prophetisch-mathematische Beweis.
Und jetzt möchte ich noch auf einen letzten Beweis kommen, vielleicht noch 20 Minuten, ich hoffe, ihr habt noch so viel Kraft, aus dem Gewissen des Menschen. Der Mensch, wenn er nicht verroht ist, wenn er sein Gewissen nicht betäubt hat mit Drogen, mit Alkohol, mit Süchten, mit Unzucht und allem Möglichen, wenn es noch nicht verroht ist, dann sagt ihm sein Gewissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. In Römerbrief Kapitel 2, Verse 12 folgende steht, die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Denn nicht diejenigen, die Hörer des Gesetzes sind, sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was dem Gesetz, also das Mosegesetz ist ja zunächst auch gemeint, entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt. Das Gesetz Gottes ist dem Menschen, auch wenn er die Bibel noch nie gelesen hat, in das Gewissen, in das Herz geschrieben. Er hat ein Empfinden für Böses und auch für Gutes, wenn es nicht verroht ist und betäubt wird und zugemüllt wird. Und dann heißt es noch, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen an dem Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen durch Jesus Christus richten wird. Liebe Geschwister, wir haben einige Gottesbeweise gehört aufgrund des Verstandes, die unseren Verstand zufriedenstellen können. Wenn man fragt, gibt es Gott? Ja, der Mensch will ja auch Dinge begreifen können. Wie gesagt, unser Glaube schwebt nicht im luftleeren Raum. Es ist ein Glaube, der auf Tatsachen beruht. Nicht wie immer behauptet wird, Glauben ist nicht Wissen. Das hat Kant behauptet, der Philosoph, aber das ist nicht richtig. In Johannesevangelium steht immer wieder, wir glauben und erkennen. Und auch wir erkennen und glauben. Die Reihenfolge ist austauschbar. Ich erkenne und dann glaube ich noch mehr, noch intensiver. Und ich glaube und dann erkenne ich auch richtig. Wenn denn der Heilige Geist im Herzen wohnt, dann schenkt er mir Erleuchtung des Verstandes, dass ich auch richtig erkennen kann. Nun, das Gewissen ist dem Menschen geschenkt. Die Gebote des Gesetzes sind in das Herz geschrieben und wir können doch Gut und Böse, zumindest auch ein Stück weit unterscheiden. Wenn wir natürlich das Wort Gottes, die Bibel kennen, dann können wir das noch viel besser unterscheiden. Dann wird unser Gewissen geschärft, wie ein ganz brauchbares Messer, ja, das scheiden kann. Licht und Finsternis, Gutes und Böses, Süßes und Saures. Es darf nicht abgestumpft sein. Und deshalb sind wir so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, die 10 Gebote, die Bergpredigt und solche zentralen Stellen, wo wir immer wieder unser Gewissen schärfen können, unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Auch Kinder können das schon, je mehr sie im Wort Gottes zu Hause sind. Wie sieht es mit deinem Gewissen, liebe Seele, aus? Ist dein Gewissen abgestumpft oder ist es fein? Ist es zart? Empfindest du es als unerträglich, wenn du Böses tust, auch schon in Gedanken, Worten und Taten? Und wenn du nicht Jesus nachfolgst? Ich könnte jetzt einiges bringen anhand der 10 Gebote, aber es würde jetzt zu weit führen. Mancher denkt ja, er sei so gerecht. Ich brauche keinen Gott. Ich bin selber so perfekt, ja. Ich bin ein Humanist, ein guter Mensch, in Pforzheim gibt es viele davon, auch Freimaurer und alles Mögliche, die tun ja so viel Gutes für ihre Mitmenschen, will ich auch gar nicht absprechen. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass bezüglich dem Weg zum Himmelreich es nur einen Weg gibt und das ist die Erlösung von unseren Sünden. Im Jakobusbrief steht einmal, wenn du das ganze Gebot, das ganze Gesetz halten würdest und würdest nur an einem einzigen Gebot schuldig, dann hast du das ganze Gesetz übertreten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe noch nie jemand umgebracht, sagen ja viele, so rechtschaffene Menschen, wie es bei uns auch viele gibt, ist ja wunderbar, freue mich auch, wenn man noch nie jemand umgebracht hat, aber hast du auch in Gedanken noch nie jemand getötet? Vielleicht einfach abgelehnt, gehasst, gedacht, wäre besser, wenn der nicht da wäre, weggewünscht. Ist auch schon Mord in Gedanken. Jesus sagt, schon wer jemand hasst, wer zürnt, unheiligen Zorn hat, der hat auch schon getötet. Oder manche sagen sogar, ich habe noch nie gelogen. Dann sage ich ins Gesicht, jetzt hast du gerade gelogen, wenn du das behauptest. Noch nie gelogen,
Hoppla, den möchte ich mal sehen. Ja, oder sie sagen, ich bin doch kein Ehebrecher, ich schaue auch keine Frau oder keinen Mann an oder wie auch immer. Ja. Bitte Hände hoch, ja, ich muss es jetzt nicht, müsst ihr nicht machen, wer das noch nie getan hat. Also, ihr seht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und der Mensch darf sich nicht selber betrügen und sagen, ich bin perfekt. Früher sagte man ja, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute hat man weggelassen, fürchte Gott, da heißt nur noch, tue Recht und scheue niemand. Und irgendwann heißt nur noch, scheue niemand. Das ist unsere Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ich habe ja gestern einen Vortrag gehalten über die Gender-Ideologie, wo ja sämtliche Ordnungen Gottes jetzt sogar die Unterschiedenheit von Mann und Frau zu Boden gerissen werden sollen. Eine endzeitliche Situation, auch das ist in der Bibel vorausgesagt. Etliche Prophezeiungen beziehen sich auf die endzeitliche Gesetzlosigkeit, den Abfall vom Glauben, das Lossagen von Gottes Geboten, dass Gottes Ordnungen über den Haufen geworfen werden. Was ist die größte Sünde? Die größte Sünde ist der Hochmut, dass man sagt, ich bin selber gerecht, ich brauche keinen Gott. Und das müssen wir leider unseren Mitmenschen sagen, die so viel Gutes tun. Sagen, mit all deinen guten Werken kommst du nicht in den Himmel. Ja, aber wieso nicht? Ich mache das so viel, ich pflege meine kranke Mutter und mich muss doch Gott belohnen. Ich kenne das selber aus meinem Umfeld, habe ich immer wieder gehört. Das ist wunderbar, wenn du deine Mutter pflegst. Aber in der Bibel steht ganz klar, und das möchte ich jetzt einmal mit uns aufschlagen, und für uns ist ja nicht maßgeblich, was wir vielleicht denken, sondern was Gott sagt. Versteht mich richtig, ja? Was Gott selber sagt. Im Johannesevangelium Kapitel 14, da fragt der Apostel Johannes den Herrn Jesus, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ist das eine absolute Aussage oder nicht? Absolut, absolut, ja. Und es gibt viele solche Aussagen, schon das erste Gebot im Alten Testament, wo Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Alle anderen Götter sind Götzen, sind selbstgemachte Fantasiegestalten, hinter denen sich übrigens Dämonen, gefallene Engelmächte verbergen. Ich muss das zumindest erwähnen an dieser Stelle. Und die wollen den Menschen wegführen vom einzigen lebendigen Gott. Aber Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus den Weg geebnet, am Kreuz von Golgatha. Und er hat dort seinen Sohn stellvertretend sterben lassen. Jetzt fragt sich mancher, ja wieso musste denn der Sohn Gottes sterben? Gott kann doch einfach auch sagen, Schnipp und die Sünde ist weg, alles ist gut, ja, alles Böse ist weggetan. Aber schaut einmal, selbst bei heidnischen Religionen, ich fange mal da an, ist es so, dass sie opfern, die Moslems, was bringen die an Opfern? Almosen und Beten und Fasten und Wallfahren. Und noch viel schlimmer, es gab ja Menschenopfer früher bei heidnischen Religionen. Die Azteken, die haben den Opfern die Herzen rausgeschnitten auf dem Altar oben, auf diesen Tempeln, ja, Gebirge, Anden, ne? Ja. Ganz schrecklich. Also alle wissen, dass der Mensch schuldig ist und dass er irgendwas tun möchte, um sich reinzuwaschen. Es musste Blut fließen. Schrecklich, wenn Menschenblut geflossen ist. Die Israeliten haben es anders gemacht. Da wurden nur Tiere geopfert. Aber da ist auch viel Blut geflossen im Tempel. Der Sündenbock wurde in die Wüste geschickt. In allen Religionen ist eine Ahnung, der Mensch ist unrein und er kann nur rein werden, indem er Opfer bringt. Aber Gott hat einen Weg gewählt, um diese Opfer zu beenden, die Tieropfer und schon überhaupt diese Menschenopfer. Ja, das ist gar kein Weg, sondern er hat seinen Sohn geopfert. Es steht im Hebräerbrief, das Blut von Böcken und Stieren kann uns nicht reinwaschen. Das waren nur solche Vorbereitungen auf das wirkliche einzige Opfer. Es kann nur das Blut uns reinigen, das völlig rein ist, das selber völlig rein ist. Also nur jemand, der wirklich völlig rein ist, der keine Schuld hat, nur der kann ein Opfer bringen, das für alle anderen gültig ist. Und das ist das Geheimnis, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Dort hat Gott seinen einzigen Sohn geopfert. Es steht im Johannes 3, Vers 16, so
Auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der wichtigste Vers in der ganzen Bibel. Schreibt euch den auf, rahmt ihn rot ein, Johannes 3, Vers 16. Gott hat seinen Sohn stellvertretend für dich und für mich in den Tod gegeben. Die Verbrecher, die rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden, sie sind auch am Kreuz verblutet, aber sie konnten uns nicht erlösen. Der eine hat sich ja noch bekehrt, aber auch er kann uns nicht erlösen, weil er ist ein sündiger Mensch. Er braucht selber Reinigung, Befreiung, Erlösung. Aber der in der Mitte hing, der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, hat er seine Arme ausgebreitet und ist für dich und mich verblutet und hat sein Leben gegeben. Und er war dann, jetzt alttestamentlich gesagt, das stellvertretende Opferlamm. Früher hat man ja Lämmer geopfert, hauptsächlich diese reinen, fehlerlosen Jungtiere, diese oder auch ausgewachsen, aber sie mussten fehlerlos sein. Und also diese Lämmer, diese Jungtiere, und die konnten aber das nur vorschatten. Und Jesus ist das vollkommene Opferlamm, weil sein Blut von jeder Befleckung rein ist. Satan wollte auch ihn versuchen, aber Jesus hat widerstanden. Weiche von mir, Satan, und hat mit dem Wort Gottes ihm widerstanden. Und selbst am Kreuz wollte der Teufel ja ihn noch versuchen. Steig herab, ja, und du musst ja nicht sterben. Aber der Herr Jesus war bereit, in den Tod zu gehen. Es ist ihm auch nicht leicht gefallen. Er hat furchtbare Schmerzen gelitten, seelische, körperliche Schmerzen für dich und für mich. Aber da hat er die Rettung vollbracht. Und jetzt ist es so, für jeden Menschen, der das annimmt, gibt es keine ewige Verlorenheit mehr. Die Bibel spricht von Himmel und auch von Hölle. Das habe nicht ich erfunden, das sagt Gott selber in seinem Wort, das sagt Jesus. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Okkultismus, gibt auch in unserer Stadt leider viele Satanisten, die wissen, dass es einen Teufel gibt und dass der Macht hat und dass es auch eine Hölle gibt. Aber der Teufel redet ihnen ein, das sei alles so harmlos, das sei Spaß und Party und so. Der größte Betrug Satans. Nein, die Hölle, so sagt die Bibel, ist ein Ort ewiger Qual, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und es wird heulen und zähneknirschen sein. Aber davor möchte uns ja Gott retten durch seinen Sohn Jesus Christus, indem er stellvertretend dieses Opfer gebracht hat, uns von aller Sünde reinigt, alles Böse auf sich geladen hat, wenn wir an ihn glauben. Jetzt kommt der Glaube. Der Glaube ist nämlich die persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Wenn wir glauben, Herr Jesus, du hast alles für mich getan. Du wäschst mich rein durch dein Blut. Und wenn wir ihn als Herrn in unser Leben aufgenommen haben, das nennt die Bibel die geistliche Wiedergeburt, die Neugeburt durch den Geist Gottes, dann sind wir Kinder Gottes, dann haben wir Vergebung unserer Schuld und dann kommen wir nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Ja, wir können gleich nachher noch Fragen stellen, gell? Ich bin gern noch da. Aber lassen Sie mich es noch zu Ende führen. Und dazu gehört einfach, dass wir den Herrn bitten, Herr, ich möchte auch dein Kind sein. Ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Ich möchte, dass dein Heiliger Geist in meinem Herzen wohnt und mich verändert, dass ich gereinigt und geheiligt sein darf. Und ich möchte auch nicht mehr in diesem Schmutz leben, der mir so zusetzt. Ich bilde mir vielleicht ein, das macht Spaß, aber es sind alles vergängliche Vergnügungen. Sondern ich möchte wirklich ein Leben führen, das dir Freude macht und wo ich auch meinen Mitmenschen Gutes erweise. Nicht um mich selber kreisen. Der Egoismus ist auch Sünde. Ja, und viele andere Sünden. Sondern ich möchte wirklich Gott dienen und dem Nächsten dienen. Die Bibel sagt, das größte Gebot ist, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie mich selbst. Und das hat der Herr Jesus vorgelebt. Er hat sich sogar für die Feinde hingegeben. Haben wir auch diese Liebe, auch auf Menschen zuzugehen, die uns unsympathisch sind, diese Retterliebe Jesu weiterzugeben, sie auch einzuladen, damit auch sie in den Himmel kommen. Und wenn jemand heute hier sein sollte, der noch kein Kind Gottes ist, ist die Möglichkeit, auch heute zu einem Gespräch, ich bin gerne noch da, auch einige andere Brüder stehen gern zum Gespräch bereit. Jeder und jede, die heute gekommen sind, sind herzlich eingeladen, dieses sinnvolle, erfüllte Leben zu erfahren. Ich habe euch versucht zu beweisen, dass Gott existiert. Nach meiner Meinung sind diese Beweise unwiderleglich, vor allem dieser prophetisch-mathematische Beweis aufgrund der erfüllten Prophezeiungen. Das lässt sich also statistisch nicht widerlegen.
Aber es gehört eben nicht nur der Verstand dazu, sondern das Herz. Es ist eine Herzensbeziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und nur dann werden wir die ewige Freude im Himmel haben. Liebe Seele, dieses Leben hier ist so kurz. Und dieses Leben hier hat nur den Sinn, uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Was dauert länger? Eine banale Frage. Die Zeit hier auf Erden oder die Ewigkeit? Ja, die Ewigkeit, die ist ohne Ende. Es hat mal jemand ein Bild gebraucht, wie lange die Ewigkeit dauert. Damit möchte ich schließen. Es ist ein riesiger Berg, sage ich mal, der Mount Everest, der größte Berg der Erde. Und alle 1000 Jahre kommt ein kleines Vögelchen, ein Kolibri, der kleinste Vogel, den es gibt, noch einer wissen, und pickt ein Körnchen von diesem Berg ab, alle 1000 Jahre. Und wenn der ganze Berg von diesem kleinen Vögelchen abgepickt ist, dann ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wie gut, wenn wir das im Himmel verbringen dürfen, wo kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz ist und nicht am Ort der Hölle, wo ewige Qual und ewiges Zähneknirschen ist und wo Menschen dann sagen, hätte ich doch nur darauf gehört, hätte ich doch nur die Einladung angenommen. Aber Gott möchte durch seine Liebe uns einladen, nicht durch Angstmacherei oder so, sondern es ist die Liebe Gottes, die uns zieht. Es sollte nicht die Angst vor der Hölle sein, sondern die Liebe zu Gott, dass wir ihm nachfolgen. Das ist das richtige und entscheidende Motiv. Beides gehört zusammen, Gottesfurcht, aber auch die Liebe zu Gott. Denn es ist ein heiliger und gerechter Gott, aber Gott sei Dank auch ein barmherziger Gott, der noch Zeit schenkt zur Gnade. Ich möchte jetzt noch mit uns beten, wir können dazu aufstehen. Und da habe ich auch Israel erwähnt. Ich habe auch hier eine Broschüre rausgegeben vor kurzem. Israel, der Zeiger an Gottes Weltenuhr. Können wir auch erfüllte Prophetie wirklich erkennen. Und die Endzeitrede Jesu habe ich schon erwähnt. Was kommt auf uns zu? Erfüllte Prophetie. Es gibt auch manche Irrlehren. Da liegt auch Literatur aus. Zum Beispiel Aquarius, leben wir im Zeitalter des Wassermanns, so aus der Esoterik. Auch das und weitere Schriften dürft ihr gerne schauen und auch erwerben. Ja, dann möchte ich anbieten, noch zurückzubleiben, wie gesagt, zu Fragen, zu Gesprächen. Wir werden es jetzt dann noch hier vorne machen, nicht im großen Plenum. Und lade herzlich ein, noch da zu bleiben. Ich nehme ja gern viel Zeit und fahre dann auch mit dem Bus nach Hause. Wenn es später wird, ist dann kein Problem. Jetzt wollen wir uns noch unter den Segen des Herrn stellen und uns erheben.